Sie sind hier, 10. Januar 2019, 11.56 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Stefan Luiz verliert seinen Weltcupsieg. Urheberrecht Getty Images. Stefan Luiz verliert seinen ersten Weltcupsieg im Biberkrieg wegen eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Regeln. Er legt Einspruch ein, zieht Luiz nun vor den CAS. Wie gewonnen, so zerronnen. Stefan Luiz hat seinen ersten Weltcupsieg verloren. Wie der Skiweltverband FIS bekannt gab, habe der Allgäuer am 2. Dezember beim Riesenslalom in Biberkrieg, USA durch die Nutzung von Sauerstoff gegen die Anti-Doping-Regeln verstoßen. Der Sieg werde Luiz daher aberkannt, er muss auch sein Preisgeld in Höhe von rund 40.000 Euro zurückgeben. Auf Platz 1 rückt damit der Österreicher Marcel Hirscher nach. FIS spricht von Regelverstoß bei Luiz. Luiz hatte im Biberkrieg zwischen beiden Läufen Sauerstoff eingeatmet. Die Nutzung bei einem Rennen ist laut Artikel 2.12 der FIS Anti-Doping-Regeln allerdings untersagt. Die FIS wies nun in ihrer Begründung selbst darauf hin, dass die Nutzung von Sauerstoff durch die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA nicht verboten sei, sie allerdings bestimmte wissenschaftliche und medizinische Ausrüstung bei ihren Wettbewerben verbiete. Luiz hatte die nachträgliche Disqualifikation Mitte Dezember zunächst nicht akzeptiert und eine Anhörung verlangt. Er kann nun innerhalb der kommenden 21 Tage Widerspruch gegen das FIS-Urteil beim Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne einlegen. Von Sportinformationsdienst.